Diese vier Prominenten sind heute Abend zu uns gekommen und sie werden als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen ein Mann gnadenlos im Weg, der Jäger. Die Jagd beginnt. Schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen bei Gefragt, Gejagt. In der Tat haben sich wieder vier Menschen gefunden, die der Meinung sind, einen Jäger besiegen zu können. Warum sind Sie dieser Meinung? Wir fragen Sie am besten selbst. Hallo, ich heiße Isabel Edvardsson und der Jäger soll mich nicht unterschätzen. Ansonsten fordere ich ihm zu einem Tango auf. Hallo, mein Name ist Kolja Kleeberg und ich habe schon in verschiedenen Kocharenen geschwitzt und geschmort. Deswegen kommt mir so ein abgebrühter Jäger gerade recht. Mein Name ist Kathi Karrenbauer. Ich habe sehr, sehr großen Respekt vor Wissen und sitze hier heute voller Demut. Mein Name ist Markus Schrey. Wir sind in einer Ratesendung, also rate ich. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist unser Team des heutigen Abends. Jedes einzelne Mitglied wird gleich zunächst zu mir kommen und in einer Schnellraterunde möglichst viel Geld für die Teamkasse erspielen, um dann mit diesem Geld jeweils in ein Duell gegen den Jäger zu gehen. Wer das Duell gewinnt, der geht durch ins Finale. Wer verliert, scheidet aus und muss leider nach Hause gehen. Beginnen wird heute Abend auf eigenen Wunsch, glaube ich, Isabel. Auf eigenen Wunsch? Guten Abend, Isabel. Ja. Sjana. Sjana. Höre läget. Det är jättebra. Hur är det med dig? Bra. Bra. Mehr kann ich nicht. Aber wie geht's dir gut? Das reicht aber schon mal. Geht's dir gut? Bist du nervös oder ist alles okay? Ja, mir geht's gut, aber ich komme ja hier sowieso nicht mehr raus. Bist du mit deinem Team zufrieden? Ist das gut zusammengestellt? Ich glaube ja, oder? Ich bin sehr zufrieden und wir werden, glaube ich, die ganze Sendung viel Spaß haben und hoffentlich natürlich so viel Geld wie möglich erspielen. Das wäre schön, wenn ihr das eigentlich mal nehmen würdet, hier das Geld. Wir würden es euch sehr gerne geben. Wir geben Gas, versprochen. Die erste Runde dauert eine Minute für dich. Du kennst die Regeln. Jede richtige Antwort gibt 500 Euro. Sammel dir ein bisschen was zusammen, mach dir keinen Stress, es wird bestimmt was dabei. Ich mache mir überhaupt keinen Stress. Nein, natürlich, macht hier keiner. Die erste Schnellraterunde des heutigen Abends startet jetzt. Welche Farbe haben die Badeanzüge der Rettungsschwimmerinnen aus der Serie Baywatch? Rot. Welche Investition wird auch Betongold genannt? Weiter. Immobilien. Bei welchen berühmten Festspielen wird jedes Jahr das Stück Jedermann von Hugo von Hofmannsthal aufgeführt? Weiter. Salzburg. Wer arbeitet in London in der Downing Street 10? Sherlock Holmes. Der britische Premier. Mit wie vielen Wochen Schwangerschaft wird normalerweise gerechnet? 9. 40. Welchen Fluss findet man an der Westküste Manhattans? Nochmal bitte. Welchen Fluss findet man an der Westküste Manhattans? Hudson River. Ja. Welche dänisch-norwegische Musikgruppe landete mit Barbie Girl in vielen Ländern einen Nummer 1-Hit? Ich weiß es. Aqua. Ja. Auf welcher Insel leben das Urmel und seine Freunde? Weiter. Titi Wu. Welche englische Modedesignerin kam 1941 als Vivienne Isabel Swire zur Welt? Westwood. Ja. Westwood. Sven Glückspilz ist der dümmliche Gefährte des Comic-Wikingers Helga der Schreckliche. Welche befreundeten Schauspieler schrieben das Drehbuch von Good Will Hunting und spielten selbst mit? Ben Affleck und Matt Damon. Fuck, Matt Damon, ja. Scheiße. Ja. Du hast gut gemacht, 1500 Euro. Gut. Alles gut? Besser als nichts. Ja? Dreimal besser. Bleibst du hier? Ja. Bleibst du hier? Ich bleibe. Ich lasse dich hier nicht weg. Du musst ja jetzt gegen den Jäger spielen. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wer gegen dich antreten wird heute Abend. Ist es der Quizgott Sebastian Jacobi? Er hat eine konfessionsübergreifende Willkommenskultur begründet für die Quizhölle. Oder ist es der Bibliothekar Klaus Otto Nagorsnik? Er schwört beim Barte des Propheten, dass er nicht alles weiß, nur das, was in seiner Bibliothek steht. Ist es der Besserwisser Sebastian Klussmann? Er spricht Japanisch, er spricht Chinesisch und Spanisch kommt es ihm vor, dass seine Gegner immer so wenig wissen. Oder ist es der Gigant Holger Waldenberger? Er musste Jäger werden, sein Vater stammt nämlich aus der Kurpfalz. Wen findest du am nettesten? Alle sind sehr nett und charismatisch und bestimmt auch sehr freundlich. Sehr gute Taktik, sehr gute Taktik. Hier kommt der Jäger. Oh, der Besserwisser. Besserwisser, du kennst sie alle. Der Besserwisser, Herr Klussmann, guten Abend. Guten Abend. Ich möchte Ihnen Isabel Edvardsson vorstellen. Freut mich sehr, guten Abend. Guten Abend. Glaube ich Ihnen. Oh, nix. Sind Sie ein guter Tänzer? Sie ist ja Profi. Leider nicht, aber sehr lernbereit.
Ah, verstehe. Ja, je nachdem, wie das Ergebnis ausgeht, heute kann ich ihn gerne einladen auf eine Tanzstunde mit mir. Aha. Ja. Oh, sonst schlägt ihm immer die blanke Abneigung entgegen. Ja, ich muss da erstmal hier nach unten kommen. Ich mag eure Taktik. Wir legen dein Geld dahin, liebe Isabel. Du hast dir 1500 Euro gerade schon mal erraten. Was sind denn die ersten Angebote heute? Isabel, mein erstes Angebot für einen Kurztrip nach London in die Downing Street. 1000 Euro. Oder für den Tanz auf dem Vulkan. 15.000 Euro. Oh, Wahnsinn. Oh mein Gott. Du würdest zocken? Mach ihn platt. Mach ihn platt, komm. Mach ihn zocken oder was? Ja, zock jetzt. Was? Wo fühlst du dich denn sicher? Was denkst du? Ja, ich bleibe einfach bei 1500. Okay, dann haben wir die Entscheidung auch gefällt. Das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Ja. Ich drücke dir die Daumen. Okay. Genieß es. Danke. Es macht Spaß, ihn zu schlagen. Die Jagd beginnt. Mit dieser Frage. Seit Ende 2009 ist der Direktor von Greenpeace ein gewisser Kumi A. Bensko B. Herre C. Naidu. So, was hast du genommen? C. C. Kumi Naidu. Was ist die richtige Antwort? Ja. Oh Gott. Guck mal, geht doch gut los. Hier. Sehr gut. So, das ist ein schöner erster Schritt. Was sagt der Jäger? Es klang am ehesten afrikanisch. Ja, ich habe von Herrn Kumi Naidu noch nie gehört. Ich dachte, das ist eine blöde Falle. Das ist ja ein Traumauftrag. Ja, wir nähern uns der Tanzstunde. Machen wir direkt weiter. Ja. Ach, das will er wahrscheinlich. Hier kommt die nächste Frage. Welcher dieser Prominenten kam vor 1990 zur Welt? A. Justin Bieber, B. Daniel Radcliffe, C. Mario Götze. Ja. Wen hast du genommen? Mario Götze. Oh, shit, das ist, glaube ich, B. Oh. Ich glaube, Götze ist jünger. Was ist die richtige Antwort? Ja. Welcher ist noch Radcliffe? Harry Potter. Harry Potter. Ja. So, wir bleiben stehen, das ist aber nicht so schlimm. Was sagt der Jäger? Ja. Justin Bieber, Jahrgang 1994, Mario Götze, 1991. Okay, gut, damit ist er da, aber gut, da ist ja Gott sei Dank durch seinen Patzer eben ein bisschen Luft. Wir machen direkt weiter. Okay. Was wird in den USA mit dem Tony Award ausgezeichnet? A. Ballettaufführungen, B. Radiosendungen oder C. Theaterstücke? Was hast du genommen? B. Radiosendung. Weil du es weißt? Oder? So 70%, ja. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Was ist die richtige Antwort? Nein! Das waren die 30%. Scheiße! Ja. Was sagt der Jäger? Ups. Fahren auch so. Für Farm? Ja. Jetzt wird's spannend. Ein Patzer ist noch frei, aber brauchst du hoffentlich gar nicht. Weiter geht's für Isabel mit jetzt bitte wieder richtig antworten. Ja. Was ist eine der Sehenswürdigkeiten von Kassel? A. Messinghof, B. Kupferkeller, C. Zinnwannenhaus. Was hast du genommen? A. Kennst du dich in Kassel aus? Oder nein, Kassel ich habe geratet. Geschätzt, meine ich. Okay. Was ist die richtige Antwort? Gut geschätzt. Oh Gott. Geschätzt finde ich auch schön Ausdruck. Was für ein Glück. Sehr gut, sehr gut. Nächster Schritt für Isabel. Ja, manchmal muss man auch mal ein bisschen Glück haben. Was sagt der Jäger? Er hat so ein bisschen genervt geguckt gerade. Kann er genervt gucken? Doch nicht. Mit dem Augenbrauen. Ja, ich möchte sie auch nicht stören da oben, Herr Flussmann. Er macht den nächsten Schritt. Du brauchst nur noch drei. Hier kommt die nächste Frage. Was bezeichnet Kalifornium? A. Elite-Uni in L.A. B. Song von Red Hot Chili Peppers. Oder C. Element 98. Was hast du genommen? C. Also der Song ist es nicht, das ist Californication. Californication, das kenne ich, genau. Elite-Uni, weiß ich gar nicht. Was ist die richtige Antwort? Super gut. Hier, ich bin noch nie von gehört. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich auch nicht. Hier, die kein Deutsch kann hier. Geil. Stark, super, super.
war nur Glück. Ach komm, bitte. Also irgendwann ist Glück auch mal können hier. Was sagt der Jäger? Wahrscheinlich auch. Ja, ich glaube auch. Ist er bestimmt. Nun, selbst wenn man Californium nicht kennt, kann man das natürlich gut ausschließen, A und B. Welche ja. Californication, The Song und UCLA. Ja. Das ist in L.A. und Kalifornien. Das ist eine der späten Elemente, die entdeckt wurden in Experimenten wie Darmstadtium oder anderen lustig klingenden Elementen. Okay, gut, danke. Zusatzinfo immer noch dabei. Hier kommt die nächste Frage. Hoffentlich die vorletzte. Es läuft gut für Isabel, sie macht es klasse. Welche Stoffpuppe war 1999 im Video eines Nummer-1-Hits zu sehen? A. Flat Eric, B. Fat Mike, C. Fluffy Alec. Was hast du genommen? Ich habe B genommen. Na, was ist die richtige Antwort? Flat. Fuck. Ja. Oh. Nee, flat. Der Alex tanzt den jetzt vor. Ja, der hat die ganze Zeit so. Also, was sagt der Jäger? Isabel bleibt stehen. Natürlich kannte ich das. So, jetzt ist er da, Isabel. Ja. Das bedeutet, du das falsch, er richtig, du weg. Ja. Dementsprechend antworte bitte richtig. Ja, hier kommt die nächste Frage. Welche Farbe wählten die meisten Neuwagenkäufer im Jahr 2014 für den Lack ihres Autos? A. Braun Metallic, B. Grau, C. Schwarz. Braun ist ja innen, aber... Was hast du genommen? Ich glaube trotzdem schwarz. Was ist die richtige Antwort? Ich ja, Gott sei Dank. Ja, ich oder? Also. Du bist hier. Du brauchst nur noch eine richtige. Wir fragen der Höflichkeit halber, was der Jäger gesagt hat. Ja, also Sie haben ja nicht mal einen Führerschein. Das haben Sie sich gut gemerkt. Das habe ich mir gemerkt, ja. Passionierter Beifahrer, wie Sie immer sagen. Ne? So, pass auf, meine Liebe. Du bist eine Antwort entfernt vom Finale und die richtige Antwort gibst du jetzt. Wer war der letzte Zar von Russland? A. Martin der Erste. B. Nikolaus der Zweite. Was? Oder C. Silvester der Dritte. Und er hat dich gleich unter Druck gesetzt. Natürlich. Ja. Wir können nicht auf ihn bauen. Bitte sag mir, was du genommen hast. Ich habe B genommen. Nikolaus der Zweite. Wenn Nikolaus richtig ist, dann sind wir im Finale. Was ist die richtige Antwort? Bitte. Das ist wahrscheinlich ja! Was? Sensationell. Du hast es super gemacht. Ab mit dir ins Finale. Wahnsinn. Kolja, weiter geht's. Super, Isabel. Hallo Kolja, grüß dich. Hallo Alex. Schön, dass du da bist. Das war auch schon mal ein starker Start. Schön vorgelegt. Ja, hervorragend. Ja, ich habe mir schon überlegt, was ich denn anbieten kann, wenn Isabel einen Tanzkurs macht. Ach so. Dann kann ich natürlich einen Kochkurs anbieten, nicht? Ja. Der Vorteil dabei ist, dann muss er die ganze Zeit die Klappe halten, weil er mit vollem Mund spricht man nicht. Stark. So, eine Minute für Kolja. Bist du bereit? Yep. Dann startet die Zeit jetzt. Welcher Tennisspieler wurde zu Beginn seiner Karriere Bobbele genannt? Dingens, Boris Becker. Ja, Dingens. Welches Gas ist nach dem griechischen Wort für die Sonne benannt? Warte. Helium. In welcher Stadt wurde am 12. Juni 1929 Anne Frank geboren? Berlin. Frankfurt am Main. Welche Theologin und Pfarrerin trat 2010 von ihrem Bischofsamt zurück, weil sie alkoholisiert mit dem PKW gefahren war? Dagmar. Margot Kessmann. Margot welches Kessmann. Instrument hat der Amerikaner Lawrence Hammond erfunden? Die Hammond-Orgel. Ja, wer war die Ehefrau von Edward VIII., für die er 1936 auf den Thron verzichtete? Simpson. Ja, Simpson. Welches Musical handelt von Kim und Chris und beginnt im Nachtclub Dreamland? Weiter. Miss Saigon. Wie heißt der Klatschreporter und Kolumnist aus Dietels Kir Royal? Baby Schimmerlos. Ja, auf welcher Rennstrecke ereignete sich am 1. August 1976 Niki Laudas schwerer Unfall? Weiter. Nürburgring. Welche Spirituose ist in Flaschen mit Sombrero-Verschluss erhältlich? Tequila. Welcher Zirkus wurde 1975 von Bernhard Paul und André Heller gegründet? Roncalli. Ja, Roncalli habe ich noch gehört. Jawohl, 3.000 Euro. Hey. Wow. Ist gut? Wir steigern uns hier. Alles okay bei euch da hinten? Marco, seid ihr noch bei uns? Mir geht die Pumpe. Ihr macht das so stark, oder nicht? Ja, ganz toll. Richtig gut. 3.000 war das? Ja, sehr, sehr gut. Hey. Mal sehen, was er draus macht. Hier kommt der Jäger. Herr Klussmann, Kolja Kleberg, Kolja Sebastian Klussmann. Guten Berlin Abend. Grüßt Berlin. Ah ja. In der Tat, hier ist dein Geld, lieber Kolja. Hast dir
starke 3.000 Euro schon mal erraten. Was machen Sie da draus, Herr Klusmann? Ja, mit einem Betrag, mit dem man auch bei Ihnen, denke ich, sehr gut speisen kann. Oh ja. 2.000 Euro. Ja, da ja, kommt man, glaube ich, schon über den Abend mit, oder? Ja, einigermaßen. Ja, zu zweit wäre nicht schlecht. Für eine gute Flasche Chateau Pertus 30.000 Euro. Wow. So. Das ist eine Ansage. Was denkst du? Was sagt ihr? Was meinst du denn, Kolja? Zocken. Dann spielen wir um 30.000 Euro. Kolja Kleberg gegen Sebastian Klusmann. Ich drücke dir die Daumen, konzentriere dich gut, die Jagd beginnt. Wir starten mit dieser Frage. Wie man per DNA-Analyse herausfand, sind die Eltern des Merlots die Rebsorten Magdelaine Noire des Charentes und geht ja weiter. A. Muscat Cronc, B. Sauvignon Blanc, C. Cabernet Franc. So, ich baue auf dich, ehrlich gesagt. Was hast du genommen? Ich habe Cabernet Franc genommen, weil das die einzige rote Sorte ist. Merlot ist ein roter, das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Eltern von Merlot zwei rote sind. Ja, per DNA-Analyse, stark. Was ist die richtige Antwort? Guter Start. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Was sagt der Jäger? Sie kennen doch meine Weinschwäche und die erste Traube kannte ich nicht, konnte ich nicht einschätzen. Uiuiui, ich dachte, wenn man das schon daran erkennen kann, was das für Rebsorten, also rot oder, dann braucht man keine DNA-Analyse. Ja. Ach so, okay. Ja. Trinken reicht auch manchmal. Mann, das war aber jetzt ein schönes Ding, ehrlich gesagt. Du bist quasi auf der Normalstufe jetzt schon und ja, zwar mit viel Geld. Schön. Wir machen weiter. Hier kommt die jetzt nächste Frage. Jetzt überkommt mich ein bisschen Katis Demut. Ja. Welches Studienfach hatte 2014 in Deutschland die meisten Studierenden? A. Jura, B. Germanistik, C. BWL. Was hast du genommen? Ich habe BWL genommen. Ja, was ist die richtige Antwort? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nächster Schritt mit 30.000. Was sagt der Jäger? Ja. So, jetzt ist er auf dem Tableau hier, kümmert uns aber nicht. Hier kommt die nächste Frage. Kolja macht weiter, alles richtig. Puffing Billy heißt die weltweit älteste noch erhaltene A. Dampflokomotive, B. Friedenspfeife, C. Bordellbesitzerin. Interessante Auswahlmöglichkeiten in der Tat. Was hast du genommen? Also bei Bordellbesitzerin weiß ich sicher, da gibt es keine Puffing Billy. Ich dachte schon. Friedenspfeife glaube ich jetzt auch nicht. Ich habe die Dampflokomotive genommen, weil Puff, Puff, Billy, das passt. Nochmal kurz zurück zu der Bordellbesitzerin. Du weißt sicher, dass es da nirgendwo eine gibt auf der Welt? Ganz sicher. Wie so heißt. Alles klar. Kann man googeln. Ach so. Was ist die richtige Antwort? Top. Sehr gut. Sehr gut. Die Dampflok ist es. Nächster Schritt, 30.000. Nur noch drei. Was sagt der Jäger? Ja, ist zur Kenntnis genommen, Herr Klusmann. Hier kommt die nächste Frage. Wo sitzt man auf der Palme? A. Rattanstuhl, B. Teakbank, C. Bambussessel. Was hast du genommen? Ich habe den Rattanstuhl genommen. A. Wir brauchen A. Das wäre ein wichtiges Ding jetzt. Was ist die richtige Antwort? Oh ja. Läuft bei dir. Was sagt der Jäger? So, weiterhin zwei zwischen euch und du brauchst nur noch zwei. Hier kommt die hoffentlich vorletzte für Kolja. Er spielt ein super Duell. Welches Getränk wurde im ersten staatlichen deutschen Nahrungsmittelgesetz von 1879 erwähnt? A. Bier, B. Milch, C. Tee. Muss man sowas lernen als Michelin-Mann später? Ich könnte mir denken, dass zur Zeit des Deutschen Reichs es tatsächlich darum ging, dass man irgendwas mit der Milch reglementiert. Was ist die richtige Antwort? Bitte B.
Das ist gut, du. Das ist richtig gut. Ganz stark, Kolja. Damit bist du schon hier. Wir können es schon fast greifen. Was sagt der Jäger noch kurz hier? Ja. Ja. Herr Klussmann, ich muss sagen, wie es ist. Er wird jetzt richtig antworten, dann sind sie 30.000 auch noch los hier. So geht das manchmal. Hier kommt hoffentlich die letzte Frage. Wozu dient laut Duden die Brötchentaste? A. Imbiss bestellen. B. Kostenfrei parken. C. PC ausschalten. Denk an die Zeit, Koya. Danke. Was hast du genommen? Ich habe PC ausschalten genommen. Was ist die richtige Antwort? Nee, kostenfrei parken ist es. Was sagt der Jäger? Das ist die Brötchentaste. Parken habe ich nicht viel zu tun. Ich weiß, dass es bei Parkautomaten eine Brötchentaste gibt. Sie haben doch gar keinen Führerschein. Genau. Da ist er jetzt, aber ist auch egal. Letzte Frage jetzt, bitte, hoffentlich. Wem wird der Ausspruch zugeschrieben, ich weiß, dass ich nichts weiß? A. Sokrates. B. Diogenes. C. Archimedes. Drücken, danke. So, wieso scheiße? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja? Was hast du genommen? Ich habe Sokrates genommen. So, wenn Sokrates das gesagt hat, wenn man ihm das zuschreibt, Diogenes ist der in der Tonne. Dann haben wir 30.000 und Kolja hier durch. Was ist die richtige Antwort? Da ist er. Ja. Mein lieber Freund, das war aber richtig gut. Ab mit dir zu Isabel, 31,5. Kathi, ich freue mich. Super, mega. Großartig, Wahnsinn. Du Zucker, gell? So, Kathi, nun zu uns. Ich freue mich drauf. Du jetzt nicht mehr so gerade, oder? Ja, wenn man die anderen sieht und die haben das wirklich ganz toll gemacht, dann ist man so, oh Gott, hoffentlich kriege ich das auch hin. Und je länger man da sitzt, umso nervöser wird man, glaube ich. Wollen wir einfach direkt loslegen? Ja, bitte. Auf und davon. Dann. Ja, auf und davon. Eine Minute für dich, du wirst es gut machen, ich bin mir sicher. Und die Zeit für Kathi Karrenbauer in der Schnellraterunde startet jetzt. Wer war die Mutter von Prinz William und Harry? Diana. Laut deutschem Buchstabieralphabet sagt man T wie Theodor, I wie Ida und Sch wie? Weiter. Schule. Wer spielte die Tierforscherin im Film Gorillas im Nebel? Panda. Sigourney Weaver. Welches Instrument bekam Günther Grass Oskar Matzera zu seinem dritten Geburtstag geschenkt? Geige. Die Blechtrommel. In welchem Herbstmonat sind die meisten Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion geboren? Weiter. November. Wer war der letzte Generalsekretär der KPDSU? Weiter. Gorbatschow. In welchem europäischen Land findet man die Region Flandern? Flandern, Holland. Belgien. Welche Giraffenart wurde erstmals 1904 von einem Europäer im Urwald von Kongo gesehen? Weiter. Okapi. Wie hieß ab 1957 das junge Herrchen von Fernsehstar Lassie? Tim. Hm? Wer wurde 1964 als siebenjähriger Knirps der Leadsänger von The Jackson 5? Michael Jackson. Ja, in welchem Roman von Stephen King dreht Jack Torrance durch? Es. Shining. Welche einstellige Zahl ist auch eine Tätigkeit? 7. 1,5. Und es ist vorbei. 1500. Was gut, hier kommt der Jäger. Herr Klussmann, Kathi Karrenbauer. Wir sind beide sehr froh, dass Sie noch mal rausgekommen sind. Läuft doch ganz gut bisher für mich. Was haben Sie denn anzubieten? Ja, das habe ich befürchtet, dass Sie das sagen. Also weder tanzen noch essen. Ich möchte Ihnen eigentlich gar nichts anbieten. Das finde ich gut. Oh, da guckt er ganz böse durch seine Brille. Wir fangen an, Kathi, bevor es hier ganz schlimm wird. Da liegt dein Geld. Was machen Sie aus dieser Summe nach unten und nach oben? Ich biete Ihnen 1.200 Euro. Oh ja. Da hat er nach unten. Das ist aber sogar sehr anständig. Was gibt es denn aber Unmoralisches? 25.000 Euro. Oh, krass. Krass, ich hatte 15. Was haben wir? Was Kinder, haben wir das ist so viel Geld. 31.500 haben wir. Und dann gehst du lieber runter. Das ist, also ihr sagt, ich soll runtergehen und lieber auf Sicherheit gehen. Dann machen wir das. Ja. Dann mache ich das. 1.200 Euro. Und die Jagd beginnt. Ich drücke dir die Daumen, Kathi. Hier kommt die erste Frage. Was bedeutet der aus der Sprache Swahili entlehnte Name von Raumschiff Enterprise Lieutenant Uhura? A. Freiheit. B. Gleichheit. C. Brüderlichkeit.
Uhura. Uhura würde ich gerne gleich rufen. Was hast du genommen? Ich habe Freiheit gesagt, aber ich glaube, es ist Gleichheit. Dann kriegen wir jetzt Brüderlichkeit wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das ist die richtige Antwort. Da bitte. Da bitte. Super. Sehr gut. Erster Schritt. 1200 Euro wandern. Was sagt der Jäger? Ja, das wusste ich. Es gibt den Politiker Uhuru Kenyatta. Das heißt übersetzt Freiheit. Ach so. Drei noch einfach nur. Ist schön, wenn man das gleich nach der ersten richtigen sagen kann. Hier kommt die nächste. Wer höhlt das traditionelle australische Didgeridoo aus? A. Sonne, B. Aborigines, C. Termiten. Was hast du genommen? Ich habe die Termiten genommen. Was ist die richtige Antwort? Die Aborigines haben es natürlich, aber ich glaube, es sind die Termiten. Super. Super. Ha? Ja, man muss sich manchmal auch mit dem Guten abfinden hier. Was sagt der Jäger? Ja. Der weiß es natürlich. So. Wir brauchen nur noch zwei richtige. Weiter bitte. Welches Karo-Muster ist für Tischdecken beliebt? A. Avène, B. Lancôme, C. Vichy. Ich kenne die alle drei nicht. Was hast du denn genommen oder geraten? Ich habe jetzt Vichy genommen. Was ist die richtige Antwort? Ich glaube es. Ja! Wenn es einmal läuft. Ich freue mich so. Ja, das heißt Vichy. Und jetzt glaube ich dir auch langsam, dass du anfängst, dich zu freuen hier. Nur noch eine. Wie entspannt das sagt gerade. Der Jäger. Ich habe das mal gehört, aber glauben Sie mir, das ist nicht eine meiner Stärken. Nee, macht ja nichts. Sie haben es richtig. Kompliment dazu, Herr Klusmann. Ja, vielen Dank. Ihnen leider trotzdem sagen, dass wir jetzt das Duell beenden mit dieser Frage. Bitte. Fällt der 13. auf einen Freitag? Hat der Monat mit welchem Tag begonnen? A. Montag, B. Donnerstag, C. Sonntag. Wer zählt schneller? So, Kathi, jetzt musst du. Ich bin falsch. Was hast du gezählt? Nee, der Sonntag ist es nicht. Weil es müssen ja 14 sein und dann wäre es der nächste. Und was hast du denn genommen? Ich habe den Sonntag genommen. Das ist richtig. Eins, zwei, drei, vier. Muss richtig sein. Ja? Ja. Habt ihr mit? Weil ich war bei 14 und dann müsste es ja. Herr Klusmann, sind Sie noch bei uns? Aber da war keiner davon. Ich würde gerne nach hinten gehen, wenn das in Ordnung ist. Okay, dann bitte lösen wir es auf. Ist es C? Dankeschön! Finale! Da ist die dritte. Wir gehen auf 32,7 und Marco kommt jetzt. Hey, Streif, mach es! So, Marco, krönender Abschluss jetzt. Ja? Weißt du, wie das ist? Wie ist es? Wenn du 7 Meter werfen musst, alle anderen haben getroffen. Ja, okay. Wollen wir direkt? Ja. Ja, alles klar. Wir haben schon alles bislang gut gehandelt und du wirst es auch gut machen. Eine Minute, letzte Schnellraterunde, was die Minute angeht, für Marco Schrall. Und die Zeit startet jetzt. Auf welche Insel muss man reisen, will man zum Ballermann 6? Mallorca. Welcher Kurzname steht für die Organisation der Vereinten Nationen? UNESCO. UNO. Welcher Popstar wurde 2004 durch ihre Hochzeit zu Mrs. Federline? Weiter. Britney Spears. Aus welchem Musical stammt der Hit I Am What I Am? Lacage of Ein Käfig. Ja, sehr gut. Welche Sexstellung hat dem Namen nach einen angeblichen christlichen Bezug? Missionarstellung. Welches Wort war für Mr. Spock typisch? Weiter. Faszinierend. In welcher Stadt gab ein Fenstersturz den Anlass zum 30-jährigen Krieg? Weiter. Prag. Ginger, Posh, Scary, Sporty und Baby hießen in ihrer Girlband mit Nachnamen? Spice Girls. Ja. Wie heißt die Meeresdurchfahrt zwischen Japan und Südkorea? Suezkanal. Koreastraße. Laut Grundgesetz Artikel 2 hat jeder das Recht auf die freie Entfaltung seiner? Weiter. Persönlichkeit. Gerd Müller ist der Rekordtorschütze der Bundesliga. Wer hält den Rekord für die DDR-Oberliga? Weiter. Joachim Streich. Das sind 2000 Euro. Alles super! Gut? Ja, also mehr super, als alles gut. Super, schön. Super. Und jetzt gucken wir mal, was er mit dir anstellen wird. Hier kommt der Jäger. Na
Herr Klussmann, Marco Schreil, bereit, die Viererrunde komplett zu machen da hinten? Guten Abend, Marco. Hallo, ich grüße Sie. Ich kann Ihnen leider nichts anbieten. Ich kann nicht tanzen, ich kann nicht gut kochen. Er wird dir aber was anbieten und ich bin gespannt, was. 2000 Euro haben wir, von da könnten wir starten, müssen wir aber nicht. Marco, wenn Sie sich richtig unbeliebt machen wollen bei Ihren Mitspielern, nehmen Sie doch das Angebot an. 2 Euro. Okay, siehst du als Kompliment. Er hat hohen Respekt vor dir. Aber was gibt's denn jetzt dann wenigstens da nach oben? Da zeige ich mich spendabel. Ja. 40.000 Euro. Ah, das ist natürlich schon ein Brett, ne? Wahnsinn. 72 wäre natürlich schon... Wenn wir 32.702 teilen durch 4... 70.000 lässt sich leichter teilen. Aber dann ist er weg, sag du. Okay, euer Interesse ist klar. Wenn schon einer noch was davon nimmt, dann soll er was mitbringen. Wir zocken. Ja! Yeah. Yeah. Hey. Oh, Hut ab, mein Lieber. Oh, ich drück dir die Daumen. 40.000 Euro zum Abschluss heute. Marco Schreil gegen Sebastian Klussmann. Die Jagd beginnt. Hol dir deinen Lohn. Erste Frage kommt. Am Silvesterabend welches Jahres präsentierte Thomas Edison erstmals die Glühbirne? A. 1859, B. 1869, C. 1879. Was hast du genommen? Ich habe C genommen und habe keine Ahnung. Es geht um 40.000, wir wollen den ersten Schritt. Der ist gemacht. Oh! Geil! Oh, tut der gut. Super! Super! Sehr gut. Was sagt der Jäger? Auch. Aber du hast es richtig gemacht. Nächste Frage, nächster Schritt, bitte. Für die Franzosen ist der Mond A. männlich, B. weiblich, C. sächlich. Oh. Lüla, was hast du genommen? Ich habe sächlich C genommen. Was ist die richtige Antwort? Weiblich, jawohl. Wir bleiben stehen, da ist aber ein Patzer ja frei. Was sagt der Jäger? Ja, da ist er. So, jetzt ist er da, aber das ist eine sehr große Herausforderung jetzt. Und umso schöner ist, wenn du das Ding jetzt schön Schritt für Schritt runterspielst. Hier kommt die nächste Frage. Wie bezeichnet man die Form von Gewaltenteilung, die der Föderalismus darstellt? A. vertikal, B. horizontal, C. diagonal. Was hast du genommen? Vertikal. Was ist die richtige Antwort? Hey, super! Nächster Schritt. Was sagt der Jäger? Ja. Na gut, das muss ich jetzt haben, nicht wahr? Er ist weiter dran. Marco, du darfst dir nichts erlauben. Hier kommt die nächste. In wen verliebt sich der Held in Goethes Die Leiden des jungen Werthers äußerst unglücklich? A. Lotte, B. Emma, C. Hanni. Das hast du. Was hast du genommen? Lotte. Was ist die richtige Antwort? Wenn ich eins behalten habe. Alter Schwede, du gucktest so fragend. Nächster Schritt. Wir machen es jetzt hier einfach ohne Klimbim durch. Hier. Was sagt der Jäger? Gott, ist das schwer. Ja, das ist klar. Aber ist egal. Er kümmert uns nicht. Nächste Frage. Welcher Planet steht in der Astrologie für die Wesenskraft des Intellekts? A. Uranus, B. Mars, C. Merkur. Was hast du genommen? Merkur. Hätte ich auch genommen. Was ist die richtige Antwort? Oh, meine Fresse! Wie kann man nichts wissen und trotzdem einen Punkt bekommen? Das frag ich mich auch. Ruhig, Herr Klussmann. Nächster Schritt. Was sagt der Jäger? Wahrscheinlich auch, oder? Ja, das muss er wissen. So, jetzt sind wir... Astrologie können Sie mich jagen. Absolute Ruhe, bitte. Wir sind gut unterwegs, Marco. Nächste Frage, bitte die vorletzte. Worauf sollte man bei der
Atkins-Diät möglichst verzichten? A. Kartoffeln, B. Fleisch, C. Milch. Was hast du genommen? Kartoffeln. Ja. Ist richtig? Ja. Was ist die richtige Antwort? Kartoffeln. Es ist nur noch eine, Marco. Packt einen schon so ein bisschen die Situation, ne? Was sagt der Jäger? Ja. Also mit Diäten kenne ich mich persönlich nicht aus, aber das ist ja nur eine der Standarddiäten. Ja? Kohlenhydratfrei. So, hier kommt die nächste Frage. Welche Änderung sorgte 1976 bei bundesdeutschen Autofahrern für Verstimmung? A. Bleifreies Benzin, B. Gurtpflicht, C. 0,8 Promille Grenze. 1976. Was hast du genommen? Ich habe die Gurtpflicht genommen. Wenn die Gurtpflicht richtig ist, ist Marco durch. Was ist die richtige Antwort? Ja! Ja! Super! Ab mit dir ins Finale. Klatsch ab. Wir spielen um 72.700 Euro. Geil! Finalzeit bei Gefragt gejagt. Isabel, Kolja, Kati, Marco. Alle sind durchgekommen, alle sitzen da und es geht jetzt um 72.700 Euro im Finale gegen Sebastian Klussmann. Erste gute Nachricht, ihr bekommt 4 Punkte Vorsprung im Finale. Das ist schon mal ein schönes Brett, weil ihr halt zu viert eingezogen seid. Das sind die Regeln bei Gefragt gejagt. Ich stelle euch jetzt 2 Minuten lang Fragen. Wer die Antwort weiß oder weiter sagen will, muss vorher buzzern. Ich werde die Fragen nicht auflösen, damit ihr die kompletten 2 Minuten zur Verfügung habt, damit wir euch da nichts klauen. Alle Fragen, alle Antworten, wie immer sofort nach der Sendung im Internet auf das erste.de/gefragt gejagt. Seid ihr bereit? Ja. Taktik ja. Ist zurechtgelegt. Die Zeit im Finale Teil 1, 2 Minuten, startet jetzt. Ein Hund kam in die Küche und stahl dem Koch ein. Kati. Ei. Wie heißt der Schneider aus Max und Moritz? Kolja. Bibbel. Nenne eine deutsche Großstadt, deren Namen auf Berg endet. Marco. Nürnberg. David Stoll wurde 2011 als erster deutscher Mann Weltmeister in Marco. Welcher Sportart? Kugelstoß. Auf welchem Berliner Wahrzeichen lenkt die Siegesgöttin Viktoria eine Quadriga? Kolja. Brandenburger Tor. Was sich blendend verkauft, geht weg wie warme? Marco. Semmel. Welcher Planet kreist zwischen Erde und Merkur um die Sonne? Marco. Weiter. Wer erlebt die Kanonade von Valmy und schrieb darüber in Campagne in Frankreich 1792? Marco. Weiter. Welche Abkürzung aus 2 Großbuchstaben findet man auf Toilettentüren? Marco. WC. Welche spanische Insel nennen deutsche Touristen auch das 17. Bundesland? Kolja. Mallorca. Aus welchem Land stammt der Literatur-Nobelpreisträger Pablo Neruda? Kati. Chile. Mit wem sang Michael Jackson im Duett Say, Say, Say? Marco. Weiter. Was ist redensartig die Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft? Marco. Weiter. In welchem Land wird der Film- und Fernsehpreis Romy verliehen? Marco. Österreich. Wie heißt der jüngste Sohn des biblischen Jakob und auch der jüngste einer Gruppe? Marco. Weiter. In welchem Land fließen der Weiße und der Blaue Nil zusammen? Marco. Weiter. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. In welcher deutschen Stadt befindet sich das Porsche-Museum? Marco. Stuttgart. Welches Gericht nennt man in der Oberlausitz auch Abernmauke? Marco. Weiter. Wie heißt der nahezu unlösbare Test für Offiziere der Sternenflotte im Star Trek-Universum? Marco. Weiter. Aus welchem Land stammt der Gouda-Käse? Kati. Holland. An welchem Tag stehen Kinder vor der Tür und wollen Süßes oder Saures? Marco. Halloween. Welches Apollo 11-Mitglied ist am häufigsten auf Fotos vom Mondaufenthalt zu sehen? Marco. Weiter. Der Titel welcher Wagner-Oper endet mit und der Sängerkrieg auf der Wartburg? Marco. Weiter. Hip Hip? Marco. Hurra! Wer löste 2015 die Verlobung mit Oscar-Gewinner Sean Penn? Marco. Charlize Theron. Was sagte eine 1 am Anfang des Erzeugercodes über ein Hühnerei aus? Marco. Weiter. Welcher Pritzker? Ihr habt 19 Punkte, Leute. Gott. Boah. Ich möchte immer im Finale Hip Hip Hurra haben, wenn alle 4 schreien. Das war richtig, richtig gut. Es ist nichts liegen geblieben, höchstens die Eifersucht, glaube ich. Ja. Die, ja. Das ist das ja. 19 ist stark, das kann reichen. Wir konzentrieren uns, atmen durch. Ihr seid gleich noch aktiv beteiligt im zweiten Teil. Wir sind gleich zurück. Hey, Leute. Finale Teil 2 bei Gefragt Jagd. Isabel, Kati, Kolja, Marco spielen um über 72.000 Euro und sie haben 19 Punkte vorgelegt gerade. Zum letzten Mal heute Abend. Hier kommt der Jäger.
So, Herr Klussmann, ja. Letzte Jagd. Ich freue mich sehr, ja. So eine Summe, 19 Punkte. Haben Sie fantastisch gemacht, das muss man sagen, auch zu viert so ein Team. Stark. 2 Minuten lang Fragen für den Jäger mit einer Besonderheit. Ihr kennt die Regeln, das ist die wichtigste Info jetzt für euch. Ihr müsst gut zuhören, denn wenn er falsch antwortet oder passen muss oder weiter sagt oder sonst irgendetwas, wird die Zeit gestoppt und ihr habt nach kurzer Beratungszeit sogar die Möglichkeit, ihn mit einer richtigen Antwort zurückzusetzen. Also seid sehr, sehr wachsam. Herr Klussmann, sind Sie bereit? Bereit. Großes. Zum letzten Mal heute Abend. Die Jagd beginnt. Und die Zeit für unseren Jäger heute. Sebastian Klussmann startet jetzt. Wie nennt man in Köln das Bier und den Dialekt? Kölsch. Welcher aktuell amtierende Bundesminister war bereits unter Helmut Kohl im Kabinett? Schäuble. Die Bibel kennt die 4 Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und? Johannes. Wer gewann den Peloponnesischen Krieg? Die Athener. Stopp die Uhr. Ist das jemand für mich? Die Spartaner. Die Antwort ist richtig. Wow! Geil! Wow! Absolute Ruhe bitte. Super. Konzentration. 1:43 für 17, Herr Klussmann, bereit? Bereit. Die Zeit startet jetzt. In welches Kleidungsstück macht man einen Windsor-Knoten? In eine Krawatte. Welche berühmte Detektiv-Kinderbuchreihe heißt im Original Famous Five? Die 5 Freunde. Mit welchem Männernamen bezeichnet man einen Nachschlüssel, wie ihn Einbrecher benutzen? Dietrich. Wer komponierte die kreischenden Violinen in Psycho? Bates. Stopp die Uhr. Williams. Bernard Herrmann. Ja, Bernard Herrmann. 1:22:14. Bereit? Bereit. Ruhe bitte. Zeit startet jetzt. Auto ist das Kurzwort für welches Automobil. Fahrzeug? Welcher Ausdruck für eine unparteiische Schiedsperson wurde aus dem Schwedischen Ombudsmann. Übernommen? Die Straße von Mosambik verläuft zwischen Mosambik und welcher Insel? Madagaskar. Welche Stadt wird Kätzchenstadt genannt? Heilbronn. Wie heißt der Mann der Spielzeugpuppe Barbie? Ken. Wer malte das Selbstbildnis mit Strohhut? Van Gogh. Zu welcher Musikrichtung zählt die Stilform des Bebop? Jazz. Von welchem Tier wurde der mythologische Adonis tödlich verwundet? Schlange. Stoppt die Uhr. Adonis? Sag irgendwas. Löwe. Eber. 53 Sekunden auf der Uhr. Bereit? Bereit. Die Zeit startet jetzt. In welchem Jahr erfolgte die Teilung Deutschlands? 1949. Welches berühmte Bostoner Sportteam trägt als Markenzeichen eine rote Fußbekleidung im Namen? Red Sox. Zu welchen Metallen wird das Element Bohr gerechnet? Das sind Schwermetallen. Stopp. Zu welchen Metallen? Er hat Schwermetall gesagt. Leicht. Was brauchen wir? Leichtmetall. Wir suchen das Wort Halbmetalle. 36 Sekunden für 5. Und die Zeit startet jetzt. Mit wem war Charles Pete Conrad gemeinsam auf dem Mond? Passe. Stopp die Uhr. Ach so, mit Neil Armstrong. Sagen Sie einfach Armstrong. Armstrong. Mit Alan Bean. 1:31. Bereit, Herr? Bereit. Die Zeit startet jetzt. Bei welchem Doppelkontinent sind Nord und Süd nur durch eine Schale? Wenn man die Ursache eines Problems gefunden hat, weiß man, wo redensartig wer begraben liegt. Der Hase. Stoppt die Uhr. Der Hund? Der Hund ist richtig. So, bitte. Der war... Könnte wichtig gewesen sein. 21 Sekunden für 5. Bereit? Bereit. Die Zeit startet jetzt. Was bedeutet die französische Aufforderung on y va? Bis dann. Stopp die Uhr. Nee. Los geht's. Ja. Los geht's ist die richtige Antwort. Ja, Kolja! Wie geil! Du kannst ja Französisch. 15 Sekunden. Die Zeit startet jetzt. Welche Bärenart wird auch Andenbär genannt? Der Brillenbär. Wie hieß die berühmte Malerin Carlo mit Vornamen? Frieda. Welcher Begriff aus der Fliegerei wird für die Testfolge einer neuen Fernsehserie verwendet? Pilot. Welcher Jazzmusiker schrieb die göttliche I Love Supreme? Die Zeit ist um. Ihr habt's, Leute, ihr habt's. Wir haben's. 72.700 Euro für Isabel, Kathi, Kolja und Marco. Und einen herzlichen Glückwunsch. Danke. Oh.
Und ein mehr als anerkennender, fairer Applaus für Herrn Klusmann. Aber ich glaube, Sie können auch mal gönnen, oder? Ja, nein, das war natürlich ein ganz tolles Team. Ihr könnt das irgendwie durch vier teilen. Sagt doch kurz, wo die Gelder hingehen. Wo geht dein Teil hin, Isabel? Bei mir geht's zu Kinderhospiz Sternbrücke. Freuen sich, Kolja? Bei mir geht's zu Laughing Hearts, ein Verein in Berlin, der sich um Kinder in Heimen kümmert. Kathi. Bei mir geht es an Dunkelziffer, die eine Hälfte, und die andere Hälfte möchte ich an die Bahnhofsmission in Berlin geben für die Obdachlosen. Ist genug, die kriegen beide genug. Marco. Ich freue mich riesig, den Mukoviszidose e.V. unterstützen zu können, und man kann dem auch sonst was überweisen. Ja, alles klar. Wie schön, dass ihr da wart, wie schön, dass ihr das Geld genommen habt. Herr Klusmann, vielen Dank für ein tolles Spiel. Das war gefragt, wir hatten heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Tschüss und guten Abend. Leute, das war gut.